Fischen ist mein Leben. Damit verdiene ich den Lebensunterhalt für die Familie. Um genug Fische fangen zu können, brauchte ich ein gutes Netz. Mit einem Mikrokredit konnte ich mir ein neues kaufen. In einigen Monaten werde ich die letzte Rate zurückbezahlt haben. Jetzt kann einer meiner Söhne auf die höhere Schule gehen. Der andere will mein Nachfolger werden. Wir schauen optimistisch in die Zukunft und bedanken uns bei allen, deren Unterstützung dies ermöglicht hat. In ErzTV Kompakt sehen Sie jetzt getagt Wohnungsgenossenschaften in Dresden, besucht Pflegebevollmächtigter in Aue und gestürzt Max Neukirchner am Lausitzring. Glück auf, Erzgebirge! Ich hoffe, Sie schauen unsere Sendung jetzt ohne Zahnschmerzen. Durchschnittlich 1,7 Mal ließ sich ein Einwohner Sachsens im vergangenen Jahr bei seinem Zahnarzt behandeln. Das teilte das Statistische Landesamt anlässlich des Tages der Zahngesundheit mit. Der ist am 25. September. Übrigens kommt in Sachsen auf 1.083 Einwohner ein niedergelassener Zahnarzt. Haben Sie Ihren in diesem Jahr schon mal gesehen? Nicht vergessen, das Jahr ist bald rum. Und jetzt gleich noch eine Zahl. Zum Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften gehören 214 Genossenschaften. Am Dienstag trafen die sich in Dresden beim 25. Tag Sächsischer Wohnungsgenossenschaften. Das Motto lautete: Wohnen heißt Leben. Unsere Kollegen in Dresden haben die Veranstaltung besucht. Welche Städte in Sachsen haben eine Zukunft? Welche Regionen schrumpfen und wie wirkt sich der demografische Wandel auf den Wohnungsmarkt aus? Beim 25. Tag der Sächsischen Wohnungsgenossenschaften in Dresden waren die neuesten Studienergebnisse über die Bevölkerungsentwicklung in Sachsen am Dienstag ein zentrales Thema. Bis auf wenige Städte schrumpfen wir, leider Gottes. Und darauf müssen wir uns wieder einstellen. Das heißt, ein Thema war ja auch heute, wie kann man Schrumpfen gestalten. Ich möchte gern, dass wir das nicht dem Selbstlauf überlassen. Weil wir reden dabei nicht nur über Technik. Wir reden auch über soziale Netzwerke, über Kultur, die da sein muss. Nicht überall. Aber wenn sie dann noch da ist, wie kommt man denn dahin dann? Deshalb fordert der Verband der Sächsischen Wohnungsgenossenschaften ein ressortübergreifendes Handeln der Landesregierung. Und auch die Wohnungsgenossenschaften selbst seien in den nächsten Jahren gefordert, genossenschaftliches Wohnen attraktiv zu gestalten. Jetzt wird's oft über das Wohnen hinaus wichtig, ob das Energiethemen sind, ob das Themen sind wie Pflege, Altwerden in der Wohnung, Gesundheit in der Wohnung, Reha-Maßnahmen in der Wohnung und dergleichen mehr. Da wird's kompliziert, weil wir plötzlich eine ganze Palette von Partnern haben und dazu brauchen. Die hatten wir vor 20 Jahren noch nicht. Die haben wir damals auch noch nicht gebraucht. Wie komplex das Thema Wohnen in Zukunft sein wird, verdeutlichten die Referenten im Internationalen Kongresscenter Dresden. Von der Stadt der Zukunft in einer vollständig digitalisierten und vernetzten Welt bis hin zu den Anforderungen der jungen Generation an modernes Wohnen. Also es gibt ja jetzt gerade diesen Trend der Mini-Apartments für junge Leute in Wohnräumen, in Komplexen, wo man sagt, da kann man sich aber auch mit anderen vernetzen. Da hat man gemeinsame oder Gemeinschaftsräume, man hat einen guten Internetzugang, man hat vielleicht andere digitale Angebote, wie zum Beispiel dann wiederum Sharing-Möglichkeiten, die dann direkt vom Wohnort aus weggehen. Oder man hat auf der Terrasse oben die Möglichkeit, irgendwie auch Party zu machen oder Fußball zu spielen oder Kicker zu spielen. Also solche Ansätze, die sind für die jungen Leute sicherlich attraktiv. Einen Höhepunkt der Tagung stellte der jährliche VSWG Award dar. Nach dem Motto der Jubiläumsveranstaltung Wohnen heißt Leben sind soziale Projekte der Wohnungsgenossenschaften Schneeberg, Schwarzenberg und Neugersdorf ausgezeichnet worden. Die Meldungen vom Freitag. Am 5. Oktober geht das Planspiel Börse in die 34. Spielrunde. Die Erzgebirgssparkasse ermöglicht wieder ca. 230 Teams die Teilnahme am Wirtschaftsplanspiel. Somit können sich über 1000 Schülerinnen und Schüler der Mittelschulen, Gymnasien und Berufsschulen mit dem Thema Börse auseinandersetzen. Die bundesweit besten Schülerteams gewinnen Siegerreisen und einen Aktionstag für die ganze Schule. Zudem lobt die Erzgebirgssparkasse Preise auf lokaler Ebene aus. Die jeweils drei besten Schülerteams aus der Region
in der Depot-Gesamt- und der Nachhaltigkeitswertung erhalten eine Geldprämie, die sie in einer Abschlussveranstaltung überreicht bekommen. Am Helios-Klinikum Aue wurde in dieser Woche der Patientenbeauftragte und Pflegebevollmächtigte der Bundesregierung, Karl-Josef Laumann, CDU, von der Klinikleitung zu Gesprächen begrüßt. Mit dabei war der CDU-Landtagsabgeordnete Alexander Kraus. Nach dessen Ansicht wird die Pflege in den kommenden Jahren deutlich an Bedeutung gewinnen. Laut einer aktuellen Prognose der Bertelsmann-Stiftung wird sich im Erzgebirgskreis die Zahl der Pflegebedürftigen bis 2030 um 19% erhöhen. Damit würde in 14 Jahren jeder 17. Erzgebirger auf Hilfe angewiesen sein. So wurde der Besuch von Karl-Josef Laumann im Erzgebirge auch genutzt, um über die Weiterentwicklung der Pflege in der Region zu sprechen. Die Stadtverwaltung Stolberg hat mitgeteilt, dass die Arbeiten am ersten Bauabschnitt beim Knotenausbau B180 Auer Straße in dieser Woche fertiggestellt werden. Nach Umbau aller Verkehrseinrichtungen und Änderung der Beschilderung wird die Strecke zwischen der Anschlussstelle Stolberg West und der Auer Straße in Richtung der beiden Gewerbegebiete am kommenden Dienstag freigegeben. Gleichzeitig beginnen die Arbeiten am zweiten Bauabschnitt zwischen Auer Straße und der Bahnhofsstraße. Auch die werden unter Vollsperrung des Streckenabschnittes durchgeführt. Die Umleitungen sehen Sie bei uns unter rztv.de. In Schwarzenberg wird der im Jahr 2005 im Rahmen der Industrieausstellung Artechnica installierte Industrielehrpfad, hier Bilder von damals, zurzeit zurückgebaut. Wie die Stadtverwaltung wissen lässt, ließen sich die im Laufe der Jahre vom Zahn der Zeit geprägten Stelen nicht mit angemessenem Aufwand sanieren. Eine längerfristige Standfestigkeit war nicht mehr gegeben. Neben dem noch in der Schwarzenberg-Information erhältlichen Katalog der Industrieausstellung erinnert die gekippte Werkslokomotive auf dem Hammerweg-Parkplatz sowie die Stele an der Schwarzenberg-Information an das einmalige Ereignis. Im Internetportal der Stadt Schwarzenberg ist unter www.schwarzenberg.de in der Rubrik Gast, Entdecken und Erleben, Lebensart, Artechnica eine Dokumentation der Inhalte und Daten zum bisherigen Industrielehrpfad umfassend und nachhaltig hinterlegt. In Annaberg-Buchholz wurde am Freitag die Pfarrgasse wieder für den Verkehr freigegeben. Dafür werden bis zum 7. Oktober Tiefbauarbeiten im Bereich des Gehweges an der Dresdner Straße ausgeführt. Grund dafür ist eine Havarie am Leitungsnetz der Stadtwerke Annaberg-Buchholz. Am Montag beginnt in Buchholz die Sanierung der Schlettauer Straße zwischen Karlsbader Straße und Silberstraße. Grund dafür sind Verschleißerscheinungen. Um das weitere Eindringen von Wasser zu verhindern und den Straßenaufbau zu erhalten, erhält die Straße eine neue Deckschicht. In Lößnitz-Dreihansen brannte am Donnerstagnachmittag eine Scheune. Die Feuerwehr konnte mit Einsatztrupps aus Lößnitz, Dittersdorf, Affalter und Grünau das Übergreifen des Feuers auf ein Wohnhaus verhindern und den Brand löschen. Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen. Die Volkskunstschule des Erzgebirgskreises gehört vom 30. September bis 3. Oktober zu den Ausstellern auf der 21. Modell-Hobby-Spiel in Leipzig, der besucherstärksten Publikumsmesse für die Bereiche Modellbau, Modelleisenbahn, kreatives Gestalten, Handarbeiten und Spiel. Präsentiert werden unter anderem Neuheiten auf dem Gebiet des Klöppelns sowie verschiedene neue Entwürfe, die von den Besuchern als Klöppelbriefe käuflich erworben werden können. Außerdem soll für Klöppel- und Schnitzurlaub sowie die Sonderkurse auf Schloss Schwarzenberg geworben werden. Spitzenklöppeln hat in der Bergstadt Schneeberg eine lange Tradition, auch mit Blick auf Ausbildung und Schule. Mit diesem Pfund wuchert das Klöppelzentrum im Kulturzentrum Goldene Sonne vom 22. bis 25. September beim 20. Spitzenfestival im kroatischen Lepoklava. Auf der internationalen Bühne ist Schneeberg mit ausgesuchten Arbeiten von Siglinde Hempel vertreten.
Die Werke schuf die 1940 geborene Diplomdesignerin aus Schneeberg-Griesbach zu DDR-Zeiten während ihrer Zeit in der PHG für erzgebirgische Spitzenklöppeln, in der sie von 1959 bis 1991 als Mustergestalterin gearbeitet hat. In dieser Funktion prägte sie Glinde Hempel, die Schneeberger Spitze, intensiv, widmete sich aber auch anderen Techniken und bestückte zahlreiche Ausstellungen. Zum Schluss des Nachrichtenblocks diese Meldung. Wie die Klinik in Allerbrunn mitteilen, wird die Bestattung fehlgeborener Kinder und Kinder, deren Leben aus verschiedenen Gründen im Zeitraum von Juli 2015 bis Juni 2016 vorzeitig beendet wurde, im Rahmen einer würdigen Abschiednahme erfolgen. Die Bestattung findet auf der Schmetterlingswiese des Zentralfriedhofes Schwarzenberg statt. Termin ist Freitag, der 30.09., 15.30 Uhr. Alle Betroffenen sind ganz herzlich eingeladen. Vertiefende Informationen zu diesen Meldungen und weitere Nachrichten finden Sie im Internet auf unserer Homepage erztv.de. Dort gibt es auch eine Mediathek, wo Sie alle unsere Sendungen wiederfinden. So auch die von dieser Woche, wo wir verschiedene Fragen in Zusammenhang mit Tieren gestellt haben. Was halten die Erzgebirger von der Rückkehr des Wolfes? Was von Tieren in Zirkussen und Zoos? Heute soll es um unseren Fleischverzehr gehen. Früher gab es Fleisch zumeist nur als Sonntagsbraten. Heute essen manche schon zum zweiten Frühstück eine Bockwurst oder ein Schnitzel. Fleisch ja oder nein? Hier die Antworten bei unserer Straßenumfrage. Ich ja. Ich bin ein Fleischesser. Und ich muss sagen, die Veganer sind ja bloß zu faul zum Jagen. Also ich finde eigentlich, dass der Fleischkonsum normal ist. Also wenn man das jetzt mit anderen Ländern vergleicht oder so, finde ich das nicht besonders schlimm. Was halt auffällig ist, dass viele halt Vegetarier werden aus vielleicht auch so ein bisschen einem Mainstream-Gedanken. Vielleicht auch genau aus dem Grund, dass man sagt, wir haben zu viel Fleischesser oder so, der Fleischkonsum ist nicht gut, wir werden Vegetarier. Und ich denke, dadurch reguliert sich das auch in ganz Deutschland. Lieber weniger und gutes Fleisch. So ist eine schwierige Frage. Ich denke eigentlich, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Es ist ganz unterschiedlich in den Familien. Der eine liebt lieber ein Steak, der andere lieber ein Stück Fisch. Ist für jeden was dabei. Ich würde immer an mein Schnitzel festhalten, bis zum Schluss. Vom Fleisch zur Fleischwunde. Der Stolberger Motorradrennfahrer Max Neukirchner musste in seiner Karriere schon mit zahlreichen Verletzungen klarkommen. Jetzt saß er wieder auf dem Bike. Mario Rusniak und André Teubner haben ihn für uns am Lausitzring getroffen. Neukirchner hatte sich entschlossen, beim vorletzten IDM Superbike-Rennen in der Lausitz an den Start zu gehen. Die IDM Superbike startete im Rahmen der Superbike-Weltmeisterschaft, die nach einer 9-jährigen Pause an den Lausitzring zurückkehrte. Edgar Mielke fungierte als Streckensprecher und sagte ErzTV: Also für mich bisher sehr gut. Also ich kenne ja die Herrschaften von der Dorna, die das alles organisieren. Da sind ja viele bei, die früher MotoGP gemacht haben. Auch viele Fahrer, Nicky Hayden zum Beispiel oder Chess Davis oder auch Kenan Sofoglu. Die Infrastruktur, das alles ist hier schon beeindruckend am Lausitzring. Wenn man noch nie hier war, ist das umso mehr beeindruckend. Was natürlich ein bisschen das Problem ist an diesem Wochenende, ist das Wetter. Das war nicht immer auf der Seite der Veranstaltung. Auf der anderen Seite haben wir tolle Rennen gesehen. Auch in der Kombination mit der IDM, mit der deutschen Meisterschaft, ist das eine gelungene Veranstaltung. Es scheint sich wohl auch zu rechnen. Von daher kann man sagen, es war ein erfolgreiches Comeback. Doch zurück zu Max Neukirchner. Bei Testfahrten im Mai stürzte der Stolberger und musste zwangspausieren. Endlich konnte er wieder angreifen.
Das Freitagstraining verlief sehr positiv, doch zum Rennen stürzte Max in Runde 3. Ja, es war ein recht guter Start und es war eine gute Gruppe. Ich war, glaube ich, auf Platz 6 oder 7. Also ich kam sehr, sehr gut zurecht. Und leider hat vor mir ein Fahrer einen Fehler gemacht. Deswegen musste ich eigentlich ausweichen, weil wenn ich nicht ausgewichen wäre, wäre ich ihn hinten reingeknallt. Und durch ein Ausweichen bin ich auf schmutziger Strecke gekommen, dadurch eigentlich leider zu Sturz gekommen. Mir fehlt zum Glück gar nichts, aber leider ist das Motorrad ein bisschen mehr zerstört, weil noch zwei Fahrer über mein Motorrad drüber geflogen sind. Deswegen kann ich leider heute am Sonntag nicht mit antreten. Für mich wird das nächste Rennen erst in Hockenheim an den Start gehen. Eine Pechsträhne, die der Zeit einfach nicht abreißen will. Anders verlief die Saison bei Marvin Fritz. Der 23-Jährige sitzt seit seinem vierten Lebensjahr auf einem Moped. Sein erster Erfolg kam 2005. Da gewann er den ADAC Junior Cup. 2016 stieg er mit einem verhältnismäßig kleinen Team in die Superbike IDM ein und holte am vorletzten Rennwochenende den IDM-Titel. Ja, also niemand hat mit uns gerechnet. Ich meine, wir sind ein richtig kleines Team und sind jedes Jahr aufgestiegen. Zwar 14 Supersport Deutscher Meister. Das letzte Jahr war Feder im Stock, war auch schon super, viel gelernt. Und dass dieses Jahr gleich mit dem Titel klappt, echt Wahnsinn. Also da muss ich mich ganz herzlich bei meinem Team bedanken. Weil vor 3 Jahren hat niemand mehr an mich gedacht oder wollte mich irgendwo erfahren haben. Oder ja, und habe ich viel zu verdanken meinem Team und auch meinen ganzen Sponsoren, Pirelli und Alpha Technik hat mir viel geholfen im Fahrwerk mit Bitupo und bin richtig glücklich, dass es so geklappt hat. Die Veranstaltungstipps bei ERZ-TV. Das Sächsische Industriemuseum Chemnitz lädt am Sonntag 10.30 Uhr im Rahmen der Reihe Sonntagsmatinee zu einem Vortrag ein. Dr. Heike Illing-Günther referiert zum Thema von Malimo bis Kermafil, technische Textilien aus Chemnitz. Der Eintritt ist frei. Vom 23. bis 25. September beteiligt sich das Industriemuseum darüber hinaus an den Chemnitzer Tagen der Industriekultur. Mit einem Gemeindefest und Erntedank feiert die Kirchgemeinde der Lutherkirche Neuwürschnitz am Wochenende das 90-jährige Jubiläum ihres Gotteshauses mit einer Zeitreise 90 Jahre zurück, wobei die Besucher nach Möglichkeit und Lust sich im Stil der 20er Jahre kleiden können. Zum Auftakt der Jubiläumsfeierlichkeiten findet am Sonnabend 15 Uhr in der Lutherkirche eine Andacht mit anschließendem Kaffeetrinken statt, umrahmt von Kaffeehausmusik mit dem Ensemble von Dr. Joachim Ölschlegel. 18 Uhr gastiert Harmonovus mit Hits der 20er Jahre und Liedern der Comedian-Harmonists. Bei passendem Wetter endet dieser Tag mit einem Lagerfeuer. Das vierte und damit letzte Sommerkonzert 2016 in der Klösterleinkirche Auezelle erklingt am Sonntag 14.30 Uhr. Die Schwarzwasserperlen Bernsbach wandern unter dem Motto »Grüß dich Gott, mein Erzgebirg« mit ihren Gästen musikalisch durch unsere wunderschöne Heimat. Es erklingen unter anderem Lieder von Anton Günther und Kurt Herbert Richter, umrahmt von heiteren Gedichten und Moderationen. Ein Konzert zum Kirchweihfest wird am Sonntag in Lauter von jungen Musikern der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde unter der Überschrift »Lass dir unser Lob gefallen« gestaltet. Sie binden einen bunten musikalischen Strauß aus verschiedenen Epochen mit Flöten, Violine, Trompete und Orgel-Piano in unterschiedlichen Kombinationen, von Bach über Klezmer bis Pop. Beginn ist 17 Uhr in der Kirche.
Kommen, staunen, selbst probieren, lautet das Motto beim Erzgebirgischen Pferdetag und Zwönitzer Erntedankfest am 24. und 25. September. Man nehme edle Pferde, einen bunten, fröhlichen Festumzug, hochkarätige pferdesportliche Darbietungen, gebe eine Vielzahl an kulinarischen Leckereien, musikalischen und tänzerischen Einlagen hinzu, abgerundet mit den Erntegaben der Natur, verpacke das Ganze in einer schmucken Stadt namens Zwönitz und fertig ist der 24. Erzgebirgische Pferdetag und das 20. Zwönitzer Erntedankfest. Der vollständige Programmflyer ist in der Stadtinformation erhältlich oder auf www.zwönitz.de zum Download verfügbar. Am Sonnabend wird im Wiesenthaler K3 von 10 bis 15 Uhr der letzte Sonderbrief aus einer Reihe von Sonderbriefen anlässlich des 140. Geburtstages Anton Günthers der Öffentlichkeit vorgestellt. Der Brief ist mit einer Zeichnung des bekannten Cartoonisten Ralf Alex Fichtner versehen. Dieser Brief, weitere Briefe und Sondergedenkblätter sowie ein Sonderstempel können nochmals erworben werden. Der Verkauf findet über das Partnerschaftskomitee aus Rittersgrün statt. Außerdem werden am Sonnabend zwei Sonderführungen um 11 Uhr und um 13.30 Uhr zu Anton Günther angeboten. Zu einer Obstsortenausstellung lädt das Naturschutzzentrum Erzgebirge im Zeitraum 24. September bis 9. Oktober ins Schloss Schlettau ein. Gezeigt werden historische Obstsorten wie Oberlausitzer Muskatrennete, Roter Herbstkalwill oder Rheinischer Winterrambur. Sport wird in Annaberg-Buchholz großgeschrieben. Das zeigen rund 4000 aktive Sportler und 38 Mitgliedsvereine im Stadtsportbund. Den Höhepunkt einer Sportwoche bildet am Sonnabend das große Vereins- und Familienfest an der Silberlandhalle. Von 12 bis 17 Uhr sind zahlreiche Vereinspräsentationen, kulturelle Beiträge sowie gastronomische Angebote vorbereitet. Zum Abschluss der Sportwoche laden am Sonntag von 14 bis 17 Uhr der ATV Frohnau sowie Teilnehmer der Turn-Olympiamannschaft vom TUS 1861 Chemnitz-Altendorf zum öffentlichen Schauturnen in die Silberlandhalle ein. Eine Referentin der Freien Schulen Annaberg-Buchholz stellt am kommenden Dienstag um 16 Uhr im Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit Annaberg-Buchholz schulische Ausbildungsgänge im sozialen Bereich und der Pflege vor. Alle Interessenten sind herzlich eingeladen. Das war ERZ-TV Kompakt am Freitag. Morgen sehen Sie ERZ-TV Woche. Unser Rückblick mit den Meldungen der vergangenen Tage. Mit neuen Informationen in Bild und Ton bin ich dann Montag 20 Uhr wieder zur Stelle. Glück auf, sagt Ihr Carsten Blechschmidt. Unsere Moderatoren werden ausgestattet von Herrenmode Bleil, August Bebelstraße 72 in Schorlau und mit umfangreichem Sortiment auch im Internet unter www.herrenmodewelt.de.